Und willkommen zurück zur nächsten Folge Railway Empire. So, wir bauen erstmal, weil das eigentlich Quark ist. Wir sollten vielleicht erst den Bahnhof setzen und dann die Strecke dort anbinden. So, die Perry Farm. So. 3% Steigung. Okay, ja, um die 3% werden wir wahrscheinlich nicht rumkommen. So, 86.000. Okay. Für die Perry Farm. Nach Saint-Albre. Brauerei. Jetzt bin ich gespannt, wenn ich da das setze, ob die Brauerei... Also die wird ja nicht verschwinden. Die wird wahrscheinlich sich irgendwo anders hinsetzen. Hoffe ich. So, Santa Fe steigt aber noch. Ja, auf dem Weg zur Stufe 3. Was ist eigentlich die größte Stadt aktuell? Ja, es gibt nur Dreierstädte. Also Kansas City. Ach, der darf wieder arbeiten, okay. Mit 41.000. Dann haben wir El Paso. Die sind jetzt auch bei 41,5. Und das war's? Just, nee. Tatsächlich. Oh, El Paso ist die größte Stadt aktuell. Dallas ist so ein kleines Kuhkaff. 17.000. Krass. Amarillo, Austin. 13.000 gerade mal in Austin. Abilene. Raiden. 11.000 in Raiden. Und in Salina 17.000. Haben wir hier wieder irgendeine Aufgabe? Das war Zugbegleiter, sehr gut. Oh, Wachmann haben wir auch noch eingestellt. Profit durch Post. Na gut, da weiß ich aber, wo ich den hinstecke. Nämlich zur Expressroute. Ah, ich liebe den Geruch von Schmieröl am Morgen. Höhere Frachtpreise. Pass auf, wir packen den in Albuquerque, Santa Fe. Da würde ich gern beide reinpacken. Weil wir müssen erstmal testen, ob wir die nicht irgendwo anders reinpacken könnten. So, wir gehen mal hier durch. Nö, bringt nichts. Dann El Paso, Albuquerque. Oh, neu, noch mehr Wachmänner. Okay, ich muss mal kurz auf Pause drücken. Zugpersonal, Wachmann. Frachtpreise. Und was haben wir hier noch? Auktionator, unwichtiger Typ. Okay, jetzt nur tatsächlich mal ganz kurz durchgehen. Also Albuquerque, Santa Fe ist gerade ein Expresszug. Warum das? Wir setzen den einfach mal ein. Dann haben wir einmal ihn. Okay, bringen mir beides nichts. El Paso, Albuquerque. Auch kein Effekt. El Paso, Albuquerque 2. Nein. Nein. Expresso vor allen Dingen. Espresso. Express El Paso. Negativ, schon mal gut. Auch kein Effekt. Und der Rest ist mir egal. Okay, dann Albuquerque, Santa Fe. Post. Höhere Fracht. Okay. Die beiden eingestellt. Und dann machen wir noch Express. Für höhere Frachtpreise. Obwohl, ne, den packen wir zu dem hier. El Paso, Albuquerque. So, dann müssen wir eigentlich alle verteilt haben, ne? Ja. So, die Dinger laufen auf jeden Fall. 122.000, dann können wir jetzt auch endlich die Bahnstrecke bauen. Und auch direkt unseren neuen Zug leisten. Die John Bull von Perry Farm nach Santa Fe. Nur Fracht. Jo, sehr gut.
gut. Läuft's? Läuft's. Ach so, Versorgungsding? Ja, Versorgungsding müssen wir auf jeden Fall setzen. Und theoretisch auch ein Wartungssegment. Na gut, erstmal den Versorgungsturm dann. So, der macht hier wieder ordentlich Geld. Sehr gut. Setzen wir entspannt. Und als nächstes, genau, werden wir Albuquerque ausbauen. Das kostet mich 100.000, glaube ich, ne? Genau, die Erweiterung 100.000. Ja, wir müssen Albuquerque auf jeden Fall ausbauen jetzt. So, dann Kuhfänger. Jawohl. Bringt mir nochmal 4% mehr Leistung. Benötigt ja lange ja auch einen Versorgungsturm. Ja, 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 wissen wir doch. Wissen wir doch. Wir spielen da nicht erst seit gestern. Doch, wir spielen tatsächlich erst seit gestern. Ja, so viel dazu. 671 Dollar plus. Wow. Mein zweiter Konkurrent hat einfach keinen Bock auf Arbeit, oder wie? Also er verliert auf jeden Fall Geld, aber er baut nichts. Okay. Dann ist es so. Firmenanteile handeln. 5% kaufen. Ja, gut, das kaufen wir später alles an einem Stück. Weil, wenn der eh nichts macht, dann, na, soll mir das recht sein. Was ist hier los? Zufällige Panne. Oh. Ja gut, dann haben wir ein bisschen Platz. Obwohl, jetzt müsste der hier leider warten. Ungünstig. Da ist nämlich rot. Okay, der fährt jetzt weiter. Ist immer noch der Expresszug, ne? Ne, das ist der normale Zug. That's my Expresszug. Aber da ist auch nicht viel los gerade. Seide wird hier gerade hergestellt. In El Paso. Brauchen wir Baumwolle. Ist ja ärgerlich, dass da oben tatsächlich Baumwolle ist. Ja, müssen El Paso auch ausbauen. Oh, hier ist auch Baumwolle. Dann nehmen wir uns aber wahrscheinlich die hier. Quatsch, wir müssen gar nicht ausbauen. Theoretisch haben wir noch einen freien Platz. Ah, wir bauen es so. Okay, erstmal bauen wir... Oh, was ist denn hier? Anschluss. Anschlussgebier. Ah, Gebier. Nach Amarillo für 112.000 oder nach Redden für 98.000. Pass auf, dann gehen wir nach Redden. Das ist ja schnell gemacht hier. Gehen wir nicht hier raus. Nur einen kurzen, flachen Weg finden. Erstmal bauen wir natürlich einen Bahnhof nach Redden. Und dann die Verbindung. So, für 47.000. Gucken wir mal, ob es hier flacher geht. Hier für 48.000. Die kurze Verbindung nach Redden. Dann kriegen wir nämlich auch gleich die 98.000 Prämie. Davon können wir uns in Santa Fe nämlich... Ach, nicht den Bahnhof erweitern. Ein Wartungsgebäude bauen. Das brauchte ich nämlich auch unbedingt noch. So, Signale. Zwei Signale. Der Bahnhof ist sehr klein. Den müssen wir übrigens mal ausbauen demnächst. Santa Fe wächst. Stufe 3. Yeah. Was ist hier los? Lokomotive verlangsamt, da Betriebsmittel fehlen. Oha, das stimmt. Wir haben hier keine Betriebsmittel. Mir tatsächlich nicht aufgefallen. Schön. Ja, Betriebsmittel kommen gleich. Sorry. My bad. Was war das? Ah, 200 Bomber, schade.
für die Jervis 42000, nicht 4. Gut, Retten angeschlossen, dann ganz kurz nur warten, bis wir Geld haben für den Versorgungsturm. Und dann brauchen wir noch Geld für die kleine Eisenbahn von Santa Fe nach Raton. 11.800. Retten war auch die kleinste Stadt, die es gab momentan, ne? Expresslinien, da schnelle Lokomotiven verfügbar. Okay. Saboteur. Unwichtig. Echt? Hier ist die John Bull 040. Ja, wir haben aber aktuell noch keine besseren. Also die Jervis wird dann kommen. So, Santa Fe steigt auch noch weiter. Hat Lüft erstmal. Wobei wir das hier auch anders bauen werden dann. Da werden wir parallel bauen. Und dann... Ah, okay, nach Amarillo wird schwierig. Ah, wir müssen gleich mal nochmal planen, wie wir es genau machen. Also erstmal holen wir uns die neue Lokomotive. Das läuft hier aber auch immer noch. Wahnsinn. Unfassbar. So, neue Zuglinie. Eine John Bull. Von Saint-Albrey nach Raton. Ja, wartet auf freies Gleis. Das machen wir als nächstes. Post 10%. Der wäre hierfür eigentlich super geeignet. Ach, der hat schon Post. Okay. Ist auch kein Unterschied. Albuquerque, Santa Fe nach... Obwohl, wir gehen erstmal alle durch. Okay, negativ. Kein Effekt. Auch kein Effekt. Gut, dann kannst du auch nach Santa Fe retten gehen. So, okay, da schnellere Lokomotive immer noch da ist. So, das haben wir. Ein Reporter. Was bringt mir ein Reporter? Schreibt einen kritischen Zeitungsartikel über deinen Konkurrenten und reduziert dadurch Passagieraufkommen für 10 Monate um 50%. Mies. Aber erstmal nicht wichtig. So, wie gesagt, das müssen wir hier gleich auch nochmal umbauen. Aber erstmal will ich schnell Santa Fe erweitern. So, jetzt muss ich nämlich anders bauen. Und zwar der hier. Geht jetzt auf die Linie. Also auf Gleis 2. Okay. Gerade Konflikt. Der kommt wahrscheinlich gerade an. Ne? Ja. Gut, da müssen wir ganz kurz warten. Bis der angekommen ist. Ach, der geht schon auf Gleis 2, na sieht er. Aber das da entspannt hier abreißen. Dann kann der nämlich entspannt ein- und ausladen. Okay, ich weiß gerade nicht. Achso, der hat wahrscheinlich darauf gewartet, bis der hier fertig ist. Der kommt aber wieder mit 4-mal Weizen. Sehr geil. Der lädt aus, der kann sich hier erstmal noch entspannen. Und so geht's von Kleidung. Brauche ich Stoffe für, um Kleidung herzustellen? Zinsen. Kann ich eigentlich... Ah, endlich die neue Jervis. Endlich hast du ein Gefährt, das halbwegs die Spur halten kann. Die können wir uns gerade noch nicht leisten. Alle zu ersetzen, machen wir aber gleich. Alle ersetzen. Ah, jetzt kann ich es mir wieder nicht leisten. Jetzt kann ich es mir leisten. Das ist aber auch nur eine gemischte, ne? Ja. Aber trotzdem schneller. Deswegen kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Ja.
Gut, okay. Schnellster Zug, 46 km/h. Sind meine Loks nicht jeden Tag so schnell unterwegs? Loks. Loksen, Digga. Loksen, Digga. Okay, dann bauen wir hier mal ein bisschen um. Wir haben hier noch ein freies Gleis. So. Wir müssen leider mal hier alles abreißen. Und neu planen. So, und zwar geht der auf die 3. Weiterhin. Die 2 würde ich tatsächlich gerne weiterhin freilassen. So, für 30.000. Ich weiß nicht, ob das hier besser wird. Der geht bis hierhin und dann spaltet er sich ab. Und fährt dann dahin. So, wie gesagt, ich muss mal gucken, ob wir besser bauen können. Ja, es wird bei 3% immer noch bleiben. Errichten. Muss man doch nochmal abreißen. Ich würde ganz gerne nicht allzu lange auf der gleichen Schiene bleiben. So. So, 73.000 können wir, wie gesagt, so bauen. Okay. Weil ungünstig eigentlich. Versorgungsturm anders bauen. Müssen die leider einzeln setzen. Ah, ich habe kein Geld. Den abreißen und den setzen wir einzeln. Und zwar hierhin. So, dann teilen die sich auch weiterhin kein Gleis. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wirklich was anders gebaut habe. Aber eigentlich habe ich nichts anders gebaut. Aber ich will den zweiten Schacht, den zweiten doch jetzt frei halten. Gut, habe ich mich anders entschieden, weil ich möchte hier gerne das nach vorne ziehen, hier parallel laufen lassen und da vorne vereint sich es dann zu einer Strecke quasi, dass beide auf Gleis 4 enden. Ja, das wird zwar jetzt ein ordentlicher Marsch, aber was soll's. Schon mal setzen und zwar bis hier hin und dann schert es aus nach hier hinten. Kostet mich 121.000, also relativ billig sogar. Relativ billig sogar. Und dann haben wir nämlich hier hinten schön die Baumwollproduktion, mit der wir dann Klamotten herstellen können. Du baust dein Geschäft beständig weiter aus, wie? So, 121.000. Nach Stuarthof, Quatsch, nicht nach Stuarthof, sondern nach Robinson Farm. White Farm. Und dann bringen wir nämlich hier ist das Seide oder was ist das? Stoffe. Und ich hoffe, dass wir Stoffe dann auch hierher exportieren können. Falls jemand anderes bietet, meinetwegen soll das haben. Gut, Jonathan Johnson. Glückwunsch. Was da sonst nicht? Nehmt ihr mir Stoff entgegen? Sehr gut. Stoffe werden hier auch schon entgegengenommen. Dann werden wir definitiv jetzt diese Route setzen. Nimm es nicht persönlich, aber gewöhn dich dran. Hier Zentralschacht. I don't care. Erfreue dich an deinem Zentralschacht.
Wobei du immer noch nicht eine einzige Zugstrecke gebaut hast. So viel dazu. So, schnellster Zug erreicht 52 km/h. Was soll denn daran schnell sein? Ach, das ist bei mir ganz normal. Du hast noch nicht mal eine Eisenbahn. Raton. Nimmt aber kein Bier mit. Achso, weil er selber Bier produziert. Naja, Wahnsinn. Weltklasse. Holz bringen wir dann auch nach Bretton. Damit wir hier endlich mal die Bevölkerung steigern können. Ja, dann können wir tatsächlich aus dem Zug hier auch einen Expresszug machen. Weil Bier ist egal, Klamotten werde ich hier nie im Leben herstellen können. Von daher kann der auch Expresszug werden. Ja, oh, sehr gut. Oh, das läuft. 18.000. So, wie läuft der andere Expresszug? El Paso. Das ist der normale. Das ist der Expresszug. Naja, wenn wir jetzt erstmal gleich Stoffe haben, dann wird es sicherlich schnell vorangehen. So, ich weiß nicht, ob ich hier noch ein Versorgungsding baue. Wobei, der eine müsste davor noch hoffentlich reichen. Wir kaufen uns dann einfach nur die Lok. Und dann geht's richtig voran. Jervis kann ich mir gerade nicht leisten. Oh, wegen 3 Dollar, ernsthaft? So, erhöht Streckenlänge auf 2100 Kilometer. So, die Jervis. Robinson Farm. Personal, ja, ja. El Paso. Nur Fracht. Und here we go. Habe ich den hier eigentlich auch zum Frachter gemacht? Ja. So, ich denke mal, die anderen werde ich auch alle zu Frachtern gemacht haben. Nur mal kurz überprüfen. Jawohl. Der ist Express. Der ist auch Express jetzt. Auch wenn er auf automatisch steht. Fleisch und Bier. Naja, gut, ne? Wird halt manchmal zum Express. Soll ja, soll so sein. Ja, macht aber auch gut Plus hier. Das bringt nochmal ordentlich Knete. So, Heizer. Einstellen. Diszipliniert. Reagiert. Nee, arbeitet in der Forschung. Ah, Innovationspunkt erhöht. Holen wir. Und Werber. Hätte man. Sollte man vielleicht mal machen. So. Die ist unwichtig. Dann gehen wir auf Sitzpolsterung. Die Anzahl der Passagiere in jeder Stadt, in der dein Unternehmen einen Bahnhof hat. Schönes Rhyme-Monster. Sehr schön. Gut, das läuft ja. Als nächstes werden wir Retten mit Holz versorgen. Kann schon weitergehen hier. Hillschneise, da haben wir es wieder. Die wunderbare Hillschneise für 41.000. Ja gut, ich weiß nicht, ob man die hier billiger bauen kann. Ja, 35.000. Oh, 35.000. Dann können wir aber auf jeden Fall schon mal ein Signal setzen. Vor dem Bahnhof. Gut, Retten, ja, ist halt noch relativ klein, ne? Wobei dafür echt viel Post und Passagier hin und her transportiert wird. Dafür, dass es halt so klein ist. Gut, Santa Albre. 47.000 mittlerweile. Gut, Albuquerque wächst immer noch nicht. Da müssen wir tatsächlich mal das Vieh langsam holen. Das werden wir dann als nächstes machen. Und El Paso ist mittlerweile immer noch bei 41.000. Also wer tatsächlich echt gut ist, ist Santa Fe. Die sind echt gut geworden. So, wir hatten aber noch ein neues Personal, ne? Neuen Heizer. So, gucken wir mal.
perfekt. El Paso Albuquerque. Kein Effekt. Nächster El Paso Albuquerque. Ah ja, der ist besser. Stellen wir den ein. Müssen wir aber von oben anfangen. Kein Effekt. Gut, der dürfte eigentlich auch keinen Effekt haben. Den hatten wir gerade. Dann nehmen wir uns den hier. Minus. Santa Fe Raton. Okay, stellen wir ihn hier ein. Obwohl, nee, die Strecke ist zu kurz. Albuquerque, Santa Fe. Hier, da kommt er auf die Expresslinie. Achso, ah, die können sich nicht leiten, scheiße. Na, dann gehst du halt nach Santa Fe Raton. Gut. So, meine Damen und Herren, dann bauen wir noch zum Abschluss der Folge schnell die Strecke hier. Holen uns noch den Jervis. Und machen Raton noch ganz kurz fertig. So. Damit haben wir's. Und wir sind durch. Nächste Folge beginnen wir definitiv damit, dass wir Albuquerque ausbauen und dann mit Vieh versorgen. Dann hätten wir 4 Gleise und dann bin ich auch... Ja, dann müssen wir es ein bisschen umbauen, aber das kriegen wir alles geschissen. So, gut. Dann sehen wir uns übermorgen wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Adieu. Adios. Tschüss.